Ja, hallo. Jetzt geht weiter mit Alien Isolation. Oder bin ich schon verklopft? Vierte Folge. Ist eigentlich noch gar nichts passiert. Spiel macht mich fertig, es passiert gar nicht. Irgendwann wird so ein Teil zäckeln. Immer noch keine Wartung selber. Ich finde endlich mal irgendetwas Brauchbares. Brauche ich. Darum geht es nicht auf. Irgendetwas übersehen. Das ist der Wartungsheber dein. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Hoffentlich kommt jetzt nicht das Teil. Funktioniert nicht mal.
Musik gefällt mir nicht. Folgende Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Okay. Das ist irgend so ein Bereich. Was ist jetzt hier? So war es, wird das Teil dafür kommen. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Treffen wir den wahrscheinlich noch. Jetzt weiter, oder? Die Frage ist. Jetzt ist irgendwo noch. Wow, bin ich verklopft. Wow, fuck, fuck. Wow. Leck mir. Ei, ei, ei. Leck du mir. Ich muss ein Schneiderteil haben. Der kann noch mal schauen. Kann ich endlich etwas bauen? Ich höre wieder etwas. Nein, nein, nein. Mach auf. Ist das alles? Ich hoffe, ich kann hier irgendetwas bauen oder so. Nicht.
Das macht mich fertig. Das Schneideteil angehört. Gehen wir dort weiter. Ah, das ist verschoffen. Was bringt, wenn ich schleiche und so, oder ob es mir das Teil wegkommt. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Das genau. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Mir blessiert's nicht, also. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Wow. Ich kann ein neues Medipack bauen. Ich habe keinen Bau. Kann ich so eine bauen? Sensor. Das kann ich da nicht nehmen. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna.
Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Ja, ich auch. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Lieber durch den Mikro. Kannst du Alien noch für die fressen? Ich hoffe, ihr Schiff gibt es wirklich. Ablenkungsfutter oder so. Und wieder ein Speicherpunkt geschafft. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Schön, Dealer vor Auslauf. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Voraus. Hopp, hopp. Mache hier. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Hm. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir! Musste wahrscheinlich geschehen, aber das war deine Idee, nicht meine. Die machen mir nicht so Sorgen, ehrlich gesagt. Und jetzt? Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie noch mal die Gelegenheit kriegen. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Schrott kann ja nicht mehr.
Move, ne? Dann los. Kein Stress, kein Stress. Oh, jetzt kann ich. Ja. Jetzt kann ich das Medikit bauen. Hier lang. Jetzt geht es sicher los. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Mach mich frisch, du. Hören Sie das? Zählen frisst sehr still. Das gehört so. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Noch ein junger Zeusch. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ja, komm, ich habe alles unter Kontrolle. Ich finde irgendwas. Sieht nicht so aus. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Was ist eine Pfarrer? So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Da geht's sicher nächstens. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Wie geht es dir? Alles klar? Folgen Sie mir! Kein Stress, Wort. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Ja, ja, ja. Leise!
Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir sind bewaffnet. Ey, Lichtfackel. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe. Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Mhm. Sollte das Teil sein. So, okay. Dann nächstes Mal schalten wir den Generator aus. Es sieht so ein bisschen nach Tutorial aus für die Schleicher-Levels.